jedenfalls, ich habe sie nicht bekehrt, ich bin jedenfalls im Verlauf des Jahres immer wieder hier vorbei mal gegangen und habe mir das angeschaut und hatte insbesondere dann Freude, wenn die Sonne schien und hier die dicken Schwärme vor dem Bienenstock gewesen sind. So nah, wie ich jetzt hier stehe, bin ich noch nie dran gewesen. Und ja, also insofern habe ich die immer ein bisschen begleitet. Süß und ich würde ihn jetzt sofort so aufs Brot schmieren können. Theoretisch ginge das sogar. Ja. Nicht ganz. Also man hat ein spezielles Werkzeug, eine Gabel, damit entfernt man diese Wachsplatte. Und dann hängt man das Ganze in eine Schleuder und über die Zentrifugalkräfte wird der Honig dann an die Außenwand geschleudert, fließt ab ins Glas. Also auf jeden Fall, dass wir die Schöpfung stärker wieder in den Blick nehmen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Herausforderung. Wir merken ja gerade angesichts der zahlreichen Gewitter und Regen, Fälle und Katastrophen, die wir hier haben, dass tatsächlich etwas mit unserer Umwelt nicht mehr stimmt und dass wir das bewusster wieder in den Blick nehmen. Dafür kann das sicherlich auch ein gutes Zeichen sein. Okay. Vielen Dank. Ja.